Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, darf ich wieder einmal hier vorne stehen und zu euch sprechen. Ich liebe die Adventszeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es so schön, wenn es so nach Schnee riecht in der Luft, so wie heute Morgen, wo es noch so ein bisschen noch geschneit hat auf dem Weg hierher. Ich liebe den Duft nach Tannengris, Mandarinli, Orangen, Zimt. Es ist einfach irgendwie eine Stimmung, die ich gerne habe. Und so, seit ich in Rapperswil wohne, habe ich eine Kerze auf meinem Fenstersims in einer Laterne drin. Und immer, wenn es so dunkel wird, dann zünde ich die Kerze an oder einfach, wenn ich nach Hause komme, und lösche sie dann wieder aus, wenn ich schlafen gehe. Einfach so als ein Lichtsein in der Stadt, und die Menschen erfreuen sich. Hat auch schon jemand mal gesagt, ja, ich habe gesehen, da hat es immer so ein Licht da in der Gasse. Genau. Und ja, das Kerzenlicht, das hat etwas Beruhigendes an sich für mich. Und das sind vielleicht die schönen Sachen in der Adventszeit. Aber manchmal hat die Adventszeit ja auch etwas Hektisches. Man muss noch so viel erledigen. Man muss Weihnachtskekse backen, man sollte Weihnachtsgeschenke kaufen. Jeder möchte noch etwas von einem. Man ist vielleicht auf Nadeln. Der Umgang untereinander ist vielleicht nicht mehr so friedlich wie sonst, weil alle irgendwie noch unter Stress sind und etwas tun müssen. Und das alles, das kann ja schon mal zu Unfrieden auch führen. Ja, wie sieht denn Frieden aus? Der Titel war Friede berufen, ein Friedensstifter zu sein. Wir alle sind berufen dazu, ein Friedensstifter zu sein. Aber dafür müssen wir ja auch wissen, wie Friede denn aussieht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein König machte ein Preisausschreiben im ganzen Land. Er lud alle Künstlerinnen und Künstler dazu ein, den Frieden zu malen, und das beste Bild sollte eine hohe Belohnung bekommen. Die Malerinnen und Maler im ganzen Land machten bei diesem Preisausschreiben mit und brachten dem König ihre Kunstwerke. Von all diesen Kunstwerken, die gemalt wurden, gefielen dem König zwei am besten. Aus diesen zweien musste er sich entscheiden. Das erste war eine perfekte Wiedergabe eines stillen Sees. In der Oberfläche spiegelten sich malerische Berge und man konnte jede kleine Wolke am Himmel sehen und auch im Wasser erkennen. Alle Menschen, die dieses Bild sahen, die waren begeistert. Die wussten, ja, das ist Friede. Ein stiller See, ein schöner Ort, die Wolken spiegeln sich, perfekt. Das zweite Gemälde, das war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese waren zerklüftet, sie waren rau, sie waren kahl. Und am düsteren grauen Himmel über den Bergen jagten sich wütende Wolkenberge. Und man sah den Regen fallen, den Blitz zucken und konnte auch fast schon den Donnerkrachen hören. Keiner, der dieses Bild sah, dachte, dass es hier um Frieden gehen würde. Doch der König hat etwas auf diesem Bild bemerkt. Er sah einen kleinen Busch, der auf einer dieser zerklüfteten Felswände wuchs. Ein Vogelpärchen hatte in dem Strauch sein Nest gebaut. Und dort in dem wütenden Unwetter, an diesem nicht schönen Ort, saß die Vogelmutter auf ihrem Nest in vollkommenem Frieden. Ja, wie sieht euer Bild des Friedens aus? Ist es das erste, das eine ruhige, perfekte Landschaft zeichnet? Oder ist es das zweite, das ein bisschen düster wirkt? Was verbindest du mit Frieden? Ja, wir sind berufen, ein Friedensstifter zu sein. Und Friedensstifter ist man nicht einfach so. Es ist etwas, das wir lernen müssen. Die Sehnsucht von uns Menschen ist es, in Frieden miteinander leben zu können.
so wie im ersten Bild es aufgezeigt ist. Doch wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir das zweite Bild. Stürme toben um uns herum. Wir werden überschüttet mit negativen Nachrichten aus der Presse, Kriege, die da sind, Umweltzerstörungen, die einen beschäftigen. Und wenn wir in die Schweiz schauen, sind es vielleicht Ausschreitungen an Demonstrationen, häusliche Gewalt oder andere Sachen. Das alles tönt ja nicht gerade nach einem friedlichen Leben. Ja, von wo kommt denn dieser Friede? In Lukas 2, 14 steht: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und da wir ja Adventszeit haben, finde ich, dieser Vers passt einfach super. Die Engel sangen das auf dem Feld bei den Hirten, als sie die Geburt von Jesus ankündigten. Frieden auf der Erde unter den Menschen. Die Hirten damals, ich weiß nicht, da ging es wahrscheinlich ein bisschen rau zu. Die hatten nicht jeden Tag immer Friede. Sie mussten gegen Tiere kämpfen. Sie haben sich vielleicht auch untereinander nicht immer gern gehabt. Und auch die Menschen, die damals gelebt haben, ja, die lebten in Unterdrückung, in Ungerechtigkeit, Vorverurteilungen, Missgunst untereinander und vielem mehr. Doch Gott wollte schon damals, dass die Menschen in Frieden leben. Und es wurde angekündigt, als Jesus auf diese Erde kam. Ja, Jesus brachte den Frieden in die Welt. Er kümmerte sich um die Unterdrückten. Er handelte gerecht. Er wies Vorverurteilungen zurück und bekämpfte Missgunst. Jesus ist das beste Beispiel, das wir haben können, wenn es darum geht, wie man Frieden lebt, wie man im Frieden lebt und wie man Frieden weitergibt. Das heißt nicht, dass immer alles harmonisch ist. Bei Jesus war auch nicht immer alles harmonisch, wenn wir sein Leben anschauen. Und es darf auch mal Diskussionen geben. Und auch Jesus hatte da Herausforderungen. Und doch lebte er im Grunde den Frieden vor. Ja, was ist denn dieser Friede? Wir haben jetzt gehabt, dass Jesus den Frieden in die Welt brachte. Aber was ist eigentlich Friede? In Johannes 14, 27 steht: Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Diese Worte sagte Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel zurückging. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Vielleicht denkt er jetzt, ja, und jetzt schauen wir wieder in die Welt und der Friede ist ja doch nicht irgendwie da. Doch Jesus legt den Fokus auf diesen Frieden. Er hat nicht gesagt, ich lasse euch Freude zurück oder Liebe oder Kraft oder Güte oder sonst irgendetwas. Er lässt uns den Frieden zurück. Weil Friede überwindet die Welt. Jesus spricht hier von seinem Frieden, der anders ist als der Friede der Welt. Der Friede der Welt damals bedeutete bei den Griechen einfach glücklich zu sein, Wohlstand zu haben. Ein glückliches Zusammensein unter den Menschen. Und bei den Römern war es so, dass wer Friede hatte, ein Rechtsverhältnis zwischen zwei Parteien war. Nichts irgendwie mit Wohlfühlen oder sonst irgendetwas. Doch was ist jetzt mit diesem Frieden von Jesus gemeint? Dieser Friede ist sowohl etwas Innerliches wie auch Äußerliches. Ja, Jesus brachte den Frieden zwischen Gott und dem Menschen in die Welt. Ob der Mensch das Leben in diesem Frieden zur Kenntnis nimmt oder annimmt oder nicht, das ist unabhängig davon. Denn dieser Friedensschluss, der hat stattgefunden. Durch Jesus haben wir Frieden mit Gott und können in diesem Frieden leben. Bis zum Zeitpunkt, als Jesus kam, hatten die Menschen keinen direkten Zugang zu Gott. Und er ist es auch, der unser innerer Seelenfrieden
der uns unseren inneren Seelenfrieden geben kann und auch das Heil in unsere Herzen bringen kann. Und äußerlich ist dieser Friede sichtbar im Zusammenleben zwischen uns Menschen, zwischen uns Christen. Wenn wir friedlich miteinander umgehen, dann merken das die Menschen. Ja, Friedensstifter sein. Jetzt wissen wir, es gibt Frieden, Jesus brachte den Frieden in die Welt. Doch wie kann ich Friedensstifter sein? Jesus sagte, selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Die Frage, die sich hier vielleicht stellt, ist, sind denn die, die keinen Frieden stiften, nicht die Kinder Gottes? Natürlich nicht. Wir sind alle Kinder Gottes. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Weil der Heilige Geist in uns bringt die Frucht. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, mit Gott leben, dann möchten wir auch Friedensstifter sein. Und es wird sich auswirken auf unser Leben. Ja, sich um Frieden zu sorgen, das liegt im Charakter Gottes. Und weil er in uns wohnt und weil wir Kinder Gottes sind, ist auch die Sehnsucht nach diesem Frieden in uns. Wir möchten in Frieden leben. Und auch wenn wir nicht aktiv Frieden stiften. Ich weiß nicht, welches Bild ihr euch vorgestellt habt, was für euch Friede bedeutet. Ob es das Bild war mit dem ruhigen See oder ob es der Sturm war, in dem die Vögel ein Nest bauten und so der Friede gezeigt wird. Aber ja, das zeigt ja auch, wie wir uns Frieden vorstellen. Was ist für uns Friede? Und Gottes Reich ist ein Friedensreich. Gott liebt Frieden und Gott schafft auch Frieden. Und weil er es tut, können wir es auch tun. Wenn wir anfangen, die Botschaft des Friedens weiterzugeben, werden wir zu Friedensstiftern zwischen den Menschen und Gott. Und das ist unsere Aufgabe. Dabei geht es vielleicht nicht um Streitereien, die wir schlichten. Nicht so wie in der Schule, in der jede Klasse einen Friedensstifter hat und wenn es irgendwie Krach gibt, dann kommt der Friedensstifter, damit die Kinder lernen, wie das ist. Sondern es ist unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, ihre Beziehung mit Gott zu klären. Sie sollen ebenso wie wir diesen Frieden in ihrem Leben haben können und nicht in Unfrieden leben. Ja, wir sind beauftragt und berufen zum Friedensstifter sein. Es ist Teil unserer Berufung. Wir sind auch berufen, in die Welt hinauszugehen, so wie wir heute für Katrin sammeln, die das tut. Aber jeder von uns hat nicht nur eine Berufung. Und ein Teil davon ist, Friedensstifter zu sein. So wie Jesus zum Vermittler wurde zwischen uns Menschen und Gott, sind wir es jetzt, die Vermittler werden zwischen den Menschen und Gott, die den Menschen den Frieden Gottes weitergeben. Ja, ohne Jesus ist es nicht möglich, echten Frieden zu haben. Nicht mit uns selbst, aber auch nicht mit anderen in unserem Umfeld und auch nicht mit Gott. Ja, stellt euch nochmals das Bild, die beiden Bilder vor. Stellt euch das Bild vor mit den Vögeln in der Felswand. Es begann zu blitzen, es regnete, sie saßen da in ihrem Nest und ruhten vor sich hin. Sie lebten in diesem Frieden. Ich weiß nicht, wenn ich das so sehe, so rundherum um mich stürmt, dann ist es manchmal schwierig, diesen Frieden auszustrahlen und in diesem Frieden auch zu leben. Und ich schulde euch noch eine Antwort. Denn wir wissen noch nicht, welches Bild der König sich ausgewählt hat von den beiden. Der König wählte das zweite Bild und er erklärte es so: Lasst euch nicht von schönen Bildern in die Irre führen. Frieden ist nicht dort, wo es keine Probleme gibt oder Kämpfe. Echter Frieden bringt Hoffnung und bedeutet vor allem auch unter schwierigsten Umständen
und größten Herausforderungen, ruhig und friedvoll im eigenen Herzen zu sein. Ja, der König, der war weise, weil alle Menschen, die da waren, die hätten das erste Bild genommen. Von der Perfektion, von dem, was Friede ist. Es ist ruhig, man hat es gut miteinander, es ist einfach, ja, perfekt, es stürmt nicht, alles gut. Doch der König hatte dieses Vogelpaar gesehen, das im Nest saß, in der Felswand, die nicht schön war, die rau war, die zerklüftet war und dem Sturm standgehalten hat. Und ja, ich wünsche mir, dass auch wir, wie dieses Vogelpaar, auch einen Frieden in unserem Herzen haben können. Ja, wie können wir den Frieden in unserem Alltag einsetzen, diesen Frieden, den wir haben, weitergeben? Wir sind umgeben von Menschen, welche keinen Frieden in sich tragen und ruhelos in der Welt umhergehen und nach etwas, nämlich genau diesem Frieden suchen. Sie sind rastlos, sie versuchen sich vollzustopfen mit allem Möglichen und doch gibt es ihnen keinen Frieden in ihrem Leben. Doch wir haben ein Privileg. Wir kennen diesen Frieden und wir haben diesen Frieden in unserem Leben und können von ihm schöpfen. Wenn ich selbst damit lebe, kann ich Friede auch weitergeben. Dies gelingt jedoch nur, wenn ich mir dem auch bewusst bin. Ich muss mir bewusst sein, dass ich diesen Frieden habe. Wenn ich also selbst nicht gut drauf bin, dann kann ich auch keinen Frieden weitergeben. Ja, wir müssen selbst im Frieden leben, damit wir ihn auch weitergeben können. Auch brauchen wir den Blick für die Menschen. Wie können wir unser Herz für sie offen halten und ihnen Frieden bringen, wenn sie ihn brauchen? Vielleicht hast du Freunde, ja, welche in einer Beziehungskrise festsitzen. Oder zwei Nachbarn von dir, die streiten immer, weil der Haselbusch zu groß ist und der andere ihn eigentlich mal schneiden sollte, weil er der anderen Person im Weg ist. Oder ich habe Freunde, die haben ihre Wege aufgelöst, weil sie sich nicht einig wurden, wie man mit der ganzen Corona-Situation umgehen muss. Es sind genau solche Momente, in denen ja, wir einfach Frieden stiften können. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Umfeld, die jetzt speziell während der Adventszeit einsam sind oder nicht geklärte Beziehungen haben und so in Unfrieden leben. Was wir tun können, ist einfach für sie da zu sein. Nicht unbedingt den Streit zu schlichten, aber für sie da sein, ihnen zuhören und so ein Stück Friede in ihr Leben bringen können. Ja, für Frieden müssen wir uns einsetzen. Wir können ihn nicht machen. Friede ist nicht etwas, das wir in die Hand nehmen können und jemandem geben können, aber wir können uns für ihn einsetzen. Ich habe nochmals diese zwei Vögel, die haben mich einfach nicht mehr losgelassen. Die sitzen da in ihrem Nest und rundherum herrschte Chaos. Doch in ihrem Nest, da hatte es Frieden. Sie strahlten den Frieden aus, obwohl rundherum alles dunkel war. Und ja, wir im Frieden können wir sein, wenn wir der Liebe Gottes Raum geben in unserem Leben und diese durch uns wirkt. Ja, wenn wir den Frieden in unserem Herzen tragen, prägen wir automatisch unser Umfeld. Wir wollen die Welt mit Frieden überfluten. Ja, wie wäre es, wenn jeder von uns morgens aufwacht und sich seiner Rolle als Friedensstifter bewusst ist? Überlegt euch mal, wie sähe dein Tag aus? Würde sich irgendetwas an deinem Tagesablauf ändern? Würde alles gleich bleiben? Würdest du alles machen wie sonst auch? Wenn wir uns unserer Rolle als Friedensstifter bewusst sind, ist es nicht möglich, unser Umfeld nicht zu prägen. Ja, die Welt, die sucht nach diesem ersten Bild. Für sie ist Frieden erst, wenn alles glatt ist, alles schön, alles perfekt ist.
Doch mein Ziel ist es, dass das zweite Bild immer mehr werden kann wie das erste Bild. Vielleicht ist es jetzt nur dieses Vogelpaar, das da in ihrem Nest sitzt, aber das prägt die Umwelt. Und so können auch wir unser Umfeld prägen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meine letzte Predigt erinnert. Da habe ich über Hoffnung gesprochen, dass wir die Hoffnung weitergeben sollen in unserem Umfeld und dass die Hoffnung sich verbreiten soll an dem Ort, an dem wir leben. Und ich habe die Karte nochmals mitgebracht von uns, unseren Häusern, unseren Wohnungen. Das sind alles wir hier in Männedorf, in Gossau, in Rüti, in Rapperswil, Hombrechtikon, überall, wo wir wohnen, sind unsere Wohnungen. Und ich wünsche mir, dass die Hoffnung, die wir haben, respektive den Frieden, den wir haben, dass wir den weitergeben können, so wie auch wir das letzte Mal die Hoffnung weitergegeben haben. Dass diese roten Punkte, dass die sich vermehren und dass es in unserem Umfeld noch mehr Friedensstifter geben wird. Dass diese anderen Friedensstifter dann wieder Friedensstifter hervorbringen und wir so nicht gerade die Welt prägen, aber wenigstens unser Umfeld, unser Dorf, an dem Ort, an dem wir wohnen, dass wir das prägen können. Und das wäre echt genial und ich glaube, auch jetzt schon an den Orten, wo wir leben, wir machen einen Unterschied jetzt schon. Und mein Gebet ist einfach, dass wir noch einen größeren Unterschied machen dürfen.